Ein wunderschönes Hallo bei The Gardens Between. Ja, mal wieder eine Aufnahmesession, nachdem die letzte ja relativ kurz war und von Störgeräuschen geplagt. Hoffe ich, dass das jetzt hier ein bisschen besser klappt. Wieder in den heimischen Gefilden sozusagen. Also hier, dort wo ich aufnehme eben, normalerweise auch mit einem zweiten Bildschirm mal wieder. Und ja, deshalb schaue ich einfach mal, wie lange ich aufnehme. Habe ein bisschen Zeit gefunden. Ist es eigentlich auch schon wieder viel zu früh sozusagen, aber naja, wie es halt immer so ist. Und deshalb starten wir jetzt gleich mal. Wie war das denn nochmal? Jetzt muss ich ganz kurz gucken. Steuerung war ja relativ einfach, nicht? Das war ja relativ selbsterklärend eigentlich. Beziehungsweise so viel Controls gab es da ja nicht. Wo sind wir denn jetzt hier? Oje, also nach der Kanalisation sieht das alles nicht mehr so sonderlich freundlich aus, muss ich leider sagen. Ach, okay, das ist hier noch schattiert, sozusagen. Wie war das? Das war nur darüber. Okay, dann können wir es da holen. Moment, das sieht merkwürdig aus. Müssen wir die Wippe wippen, hm? Ach, ach je, okay. Okay. Wir laufen mal weiter. Okay, der wird dann anders gebogen, ne? Genau. Der ist vorher gerade und dann schief. Da fehlt was. Und dann können wir hier auch noch weiter. Okay, das heißt, der braucht da irgendwo mal das Licht. Also das können wir ja schon mal machen. Und gucken, wie wir dann weiterkommen. Ich sehe nämlich da ein Problem, dass wir jetzt hier nicht weiterkommen. Ach so, ach doch, ja, okay, ja gut, das ist selbsterklärend. Das aber wiederum nicht. Ah, okay, dann brauchen wir da tatsächlich auch den Wal. Dann können wir darüber laufen, okay. Ja, dann geht's ja. Blub, wieder zurück. Wieder zur Wandmalerei. Graffiti, die bösen Sprayer meinen hier alles voll machen zu müssen. So ist jetzt ja eigentlich richtig, ne? So ist ja eigentlich falsch. Das muss ja unten sein. Sehe ich das jetzt richtig? Ja, sehe ich richtig. Sehr gut. Auf dem Bild war der Wal jetzt ja umgedreht. Aber so funktioniert das dann. Sehr gut. Le Lamp. Le Brück. Ich bin gut in Ausländisch. Moment. Können wir da nicht noch irgendwas machen mit der Wandmalerei? Das stört mich, dass wir da jetzt nicht weiterkommen. Und wir müssen da ja, glaube ich, irgendwie weiterkommen. Da hüpft er jetzt. Ah, okay, das ist die Wandmalerei nach wie vor. Okay, dann geht's ja. So, was haben wir denn da? Hört Banging! Metal-Wal! Okay. Da unten hatten wir aber noch einen Teil. Hier jetzt eben auch. Ach so, hier. Das habe ich gar nicht gesehen. Na. Ach so, weil wir hier dort sind. Jetzt hat er tatsächlich auch die Lampe auf dem Kopf. Moment, können wir die dann da hinten holen? Nee. Nicht wirklich.
wie weit kommen wir denn wieder zurück? Da fehlt aber ein zweiter Kompan. Er braucht das Licht, ne? Moment mal, wir können... Ach je. Können wir die Lampe wiederholen und nochmal Licht machen? Geht das? Kriegen wir die hier wieder? Die kriegen wir hier wieder. Aber können wir, über die Brücke können wir nämlich nicht nochmal rüber. Das ist das Problem. Da hüpft doch einer rum. Aber wohin... Achso, der rutscht da einfach nur runter, ne? Also der ist da noch auf der Rutsche. Rutscht dann runter. Und dann? Ins Nix. Achso, ja, der rutscht wirklich ins Nix. Ja gut, dann müssen wir den Dude jetzt tatsächlich auf die Rutsche schicken, oder? Geht das? Tap, tap, tap und Rutsche. Jetzt ist er hier nicht mehr. Ha! Ha! Schau an. Es funktioniert. Das ist super. Und jetzt müssen wir ihn da zurück. Nee, das war der Start da unten, ne? Das war der Start, okay. Moment, aber jetzt können wir dann da weiter. Was ist denn hier? Hier ist er irgendwie so ein bisschen geknickt, ne? Oh gut, er hat die Lampe, Rutsche, Kreisel, Wippel. Jawohl, der Wal. Metal-Wal! Da fehlt ihm einer. Das finde ich traurig. So. Geht's weiter? Nui! Aber der kommt nicht mit, ne? Nö. Ah ja, dann lassen wir es da so stehen. Wenn wir jetzt damit dann auch durch sind, sind wir scheinbar. Ja, manchmal nach schon. Sollte das jetzt bedeuten, dass wir der Partner sind? Weil, ne, also auf dem Kreidewand-Dingsens hat er ja seinen Freundeswürfel gefunden, oder wie man das nennen soll, und jetzt sind wir hier an genau derselben Stelle. Hm. Naja. Wie auch immer. Weiter geht's. So. Na sowas. Du bist mir das Spiel abgestürzt. Jetzt muss ich mal gucken, ich schau gerade mal, ob ich gerade noch mal ganz schnell reinkomme. Moment. Das sollte ja nicht allzu lang gehen. Ich weiß nur nicht, wo wir dann da sind. Ach, das ist ja doof. Nö, hier wieder beim Startbildschirm. Start, fortsetzen, muss immer denn dann da? Auch wenn dann... Ja, dann können wir auch... Nee, dies eine haben wir tatsächlich noch. Nein! Hier vor. Hm. Da gab es jetzt aber auch keine großartige Endsequenz zwischen den Dingern, oder? Wir können jetzt erstmal da reinschauen. Die Endsequenz gab es ja immer nur am Ende. Vom Level... Ende. Jetzt stürzt er schon wieder ab. Was ist denn los mit dem Spiel? Jetzt enttäusch mich nicht. Ich nehme das jetzt mal hier mit rein, weil irgendwie... Spiel? Was ist los? Vor allem ist jetzt auch gerade nichts. Also ist jetzt nicht so, dass bei mir im Hintergrund irgendwas laufen würde oder sowas. Ja, logischerweise das Aufnahmeprogramm. Aber sonst nichts anderes. Das ist jetzt ja ärgerlich.
Wie immer bei so schönen Spielen. Ich darf mich einfach auf keine schönen Spiele freuen. Das hatte ich schon bei The Long Dark, schon bei The Little Nightmares. Aha, The Gardens Between Echse reagiert nicht. Mhm. Dann schließen wir das Ganze halt nochmal. Und starten es nochmal ganz kurz. Es tut mir jetzt leid, ich hätte jetzt gern einfach so ganz normal weitergespielt, aber irgendwie mag es gerade nicht. Blöd. So, jetzt. Okay, jetzt sind wir schon mal einen Schritt weiter. Davor ist es davor schon abgestürzt. Habt ihr ja gesehen, weil ihr nichts gesehen habt. Fortsetzen. Habe ich zu stürmisch auf Start gedrückt oder was? So ganz sanft, ganz sanft. Da. Ha? Hä? Es will nicht. Ach, das ist jetzt so ärgerlich. Okay, vielleicht machen wir das Level davor nochmal ganz schnell. Kann sein, dass da dann irgendeine Datei fehlt, weswegen er jetzt hier nicht weiterkommt. Probieren wir es nochmal ganz schnell mit dem, sonst muss ich halt echt einen Schnitt machen. Das wollte ich eigentlich vermeiden, weil... Ach, Mensch. Ich darf mich halt echt nicht auf irgendwie schöne Spiele freuen, irgendwie. Keine Ahnung. Nein, nein, nein. Bitte da. Probieren wir es mit dem halt nochmal. Ob das da starten möchte. Okay, jetzt sind wir schon mal ein bisschen weiter. Das ist gut. Ich würde fast sagen, dann machen wir das Level nochmal ganz schnell. Weil es ja beim Laden, also bei dem Zwischenschritt ist es ja hängen geblieben. Und es kann sein, dass da dann was schief gegangen ist, weswegen ich dann das nächste Level halt gar nicht starten kann oder nicht laden kann. Ich reihe mir das zumindest so zusammen. Jetzt rutscht er da nochmal rum. Das ging ja eigentlich schon schnell. Das ist jetzt das Praktische bei den ersten Leveln hier. Dass das dann doch schneller geht. So. Den Wal, den Metal-Wal haben wir wieder aktiviert. Und wenn man das Rätsel kennt, dann geht es ohnehin ja auch schneller. Dann hoffe ich, dass wir zu dem nächsten Level da kommen. Das ist ärgerlich. Ja, darfst du. Mach auf. Der Würfel im Weltraum. Das finde ich auch ganz schön. Halt nur, dass wir jetzt nicht wieder an genau derselben Stelle hängen bleiben. Das wäre ärgerlich. So. Weiter geht die Reise. Jawohl. Und wieder zurück. Das finde ich tatsächlich schön gemacht. Das kann ich jetzt... Ich weiß nicht, ob ich es gleich nochmal zeigen kann. Der Bub hier, der ist ja weitergelaufen, obwohl sie noch beschäftigt war. Und dann wurde es dann einfach passend zurückgesetzt. Sprich, das klappt auch, ohne dass da irgendwas hakelt oder sonst etwas, sondern es läuft halt flüssig. Das hatte ich schon an ein, zwei Ecken, dass man zum Beispiel auch noch nicht ganz richtig stand für irgendeine Brücke oder sowas und die dann halt einfach ein Stück weitergelaufen ist. Da wurde dann schön drumherum programmiert, würde ich fast sagen. Oder halt einem als Spieler die Möglichkeit gelassen, da so kleine Unschärfen, zuzulassen sozusagen, also dass es halt akzeptiert wird vom Spiel, diese kleinen Ungenauigkeiten, Unschärfen und so weiter. Das finde ich ganz gut. So, da freuen die sich wieder. Da müssen wir tatsächlich ja eh hin, ne? Weil er sonst gar nicht da oben wäre. So, ich hatte fast gedacht, dass es sowas wäre wie mit dem Raben im Computerspiel. In dieser Zwischensequenz kann man sehr fast beliebig machen, ob der Rabe lebt oder nicht. Oder der Vogel halt, die Taube oder was da war. Von daher... Aber ich denke, hier muss der da weiter wandern. So. Jetzt bin ich mal gespannt. Das scheint zu funktionieren jetzt. Tut's nicht. Das ist schlecht. Das ist tatsächlich jetzt wirklich schlecht. Jetzt weiß ich nämlich nicht, was ich da machen soll. Ach Mann. Ich
befürchte fast, dass ich bis dahin dann nochmal neu spielen muss, oder? Das wäre super ärgerlich. Ich guck nochmal, ob wir das hinbekommen. Irgendwie. Dahin könnten wir fahren. Nee. Sieht schlecht aus. Ja. Ach Mann. Einen letzten Versuch mache ich nochmal. Ich gehe in das Level rein und gucke, ob ich da wieder rausgehen kann. Ja, doch, das probiere ich nochmal. Weil scheinbar durch den Absturz jetzt bei diesem Zwischenlevel ist da irgendwas kaputt gegangen, womit das Spiel nicht so recht zurechtkommt. Und das ist doof. Das ist ordentlich doof. Also, dass ich jetzt zum Beispiel hier reingehe. Genau. Lassen wir es auch mal ein bisschen rumlaufen. Weil irgendwie hat es also das Spiel abgespeichert, dass das Level schon beendet ist, aber wir den Schritt weiter nicht kommen. So, jetzt müssen wir hier weiter rumlaufen. So. Zur Karte zurückkehren. Auf jeden Fall verlassen. Hat das irgendwas geändert? Ich glaube es zwar nicht. Nee. An immer genau derselbe Ladestelle bleibt es hängen und bricht ab. Das ist ärgerlich. Es ist jetzt wirklich sehr ärgerlich. Ja, dann muss ich quasi echt gucken, dass ich bis dahin vermutlich nochmal neu aufnehme. Also, was heißt neu aufnehmen? Einfach das Spiel nochmal neu starten. Das ist schade. Warum denn immer bei den Spielen, die einfach so schön sind oder schön sein könnten? Mist. Mist, Mist, Mist. Naja gut, dann ist das doch wieder eine kurze Aufnahmesession. Ich hatte gedacht, ich kann ein bisschen länger aufnehmen. Und ich muss jetzt hier ins Dunkel sprechen. Ja, wobei, ich kann auch ganz schnell nochmal reingehen. Oder jetzt gleich mit mir auch immer. Ach, Mann. Naja, ich kann jetzt ja nichts machen. Ich brauche es jetzt hier nicht 15 Mal zu probieren. Ich werde es jetzt dann außerhalb der Aufnahme irgendwie probieren. Tatsächlich vermutlich einfach neu starten, so gut ist. Und dann mal gucken. Ja, es ist wieder eine kurze Aufnahmesession. Tut mir leid. Kann ich leider nichts für. Nun gut. Vielen Dank fürs Schauen. Euer KV.